seinen Jüngern über die Nacht Kidron. Da war ein Garten, allein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, den verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth. Der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragete er sie einmal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth. Ich hab's euch gesagt, dass ich's sah. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Das Wort erfüllet würde, welches ihr sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein Recht wohl ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater Thank you.
und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesu und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäger, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umlacht für das Volk. Thank you.
Und Petrus aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger. Petrus aber schon draußen für die Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht dieses Menschenkinder? Er sprach: Ich bin's nicht. Erstunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt. Und wenn
Jesus aber stund bei ihnen und wärmete sie. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen. Und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, hatte wieder einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester so antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du hingebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sie. Da sprachen sie zu ihm: Ist er nicht sein Jünger? Nein, ist er nicht sein Jünger? Nein, ist er nicht sein ein Gefreundet des, wie Petrus das Rohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal und alsobald klärte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte
endlich hin? Ah, mein Kind, wo willst du endlich hin? Ah, mein Kind, wo willst du endlich hin? Wo willst du endlich hin? Ah, mein Kind, wo willst du endlich hin? Wo soll ich mich erwecken? Wo willst du endlich hin? Wohin? Wo soll ich mich erwecken? Wo? Wo soll ich mich erwecken? Oder wünsch ich mir Berg und Segel auf den Rücken? Bleib ich hier, bleib ich hier. Oder wünsch ich mir Berg und Segel auf den Rücken? Meine Welt ist gar kein Rad und im Herzen steht die Schmerze. Das Richthaus, auf das sie nicht unrein werden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach:
Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Sind diese nicht das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Jüdenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben sie andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich hier überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen.
sprach Pilatus zu ihm: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst's, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesagt hat, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Los gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Jüdenkönig losgebe? Da schrieken sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern Vater, nicht diesen, sondern Vater, Vater. Vater, was habe war, ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und heißete ihn.
allen Stände, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht.
allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, 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 wie sein Blut gefärbter Rücken in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, wie sein Blut gefärbt Rücken in allen Stücken, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, 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 wie sein Blut gefärbt Rücken in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Gold und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid auf und sprachen: denn ich finde keine Schuld an ihm.
die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll der sterben. Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll der sterben. Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz zu ihm. Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Überantwortet hat, der hat's größere Sünde. Von dem antwortete Pilatus, wie er ihn losließe. Thank you.
das Wort Hirte führet der Herr Jesum heraus und satzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüden: Siehet, das ist euer König. Sie schrien aber: Kreuzes Lügen, eure Wohlfahrt blüht.
gefochten siegen. Nein, sie haben gefochten siegen. Sie haben gefochten siegen. Nein, sie haben gefochten siegen. Eid, eid. Nein, sie haben gefochten siegen. Schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese Überschrift lassen viele Juden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Schreibe nicht, schreibe nicht, schreibe nicht. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.
sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten die Teile, einem jeglichen Kriegsknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Ihr Rock aber war ungenäht, von oben an gewürget durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns die Mitte, 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 lasst uns
hernach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, was die Schrift erfüllet würde, spricht ihm, mich dürste. Da stund ein Gefäße voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen und hielten es ihm dann zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist Judas siegt mit Mord.
Ein teurer Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen, teurer Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen, teurer Heiland, lass dich
Schmerzen zwar nicht sagen, vor Schmerzen zwar nicht sagen, vor Schmerzen zwar nicht sagen. Von oben an bis unten aus. Und die Erde bebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und sprungen auf die Leiber der Heiligen.
weit es der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über. Denn des selbigen Sabbatstag war sehr groß, hatten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsmächte und brachen dem Ersten die Beine und dem Andern, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer öffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass ihr die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Aber mal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Jüden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu, und Pilatus erlaubete es, derowegen kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloen und einander 100 Pfunden. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Jüden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten und im Garten ein Heuglack, in welches niemand je gelieget war. Da
selbst hin liegten sie Jesum, um des Rüsttags willen der Jüden, die weil das Christus